Läuft es schon? Ja, es läuft schon. Guten Tag, Margit. Guten Tag, Norbert. Wie jedes dir? Bestens. Das habe ich mir gedacht. Ich sehe hinter dem Handy dein Lächeln. Und ja. Weißt du, was noch schöner ist? Hm? Du brauchst hier drin keine Maske tragen. Das stimmt. Sonst müsstest du rein mit den Augen lächeln. Obwohl, genau. Du könntest es auch. Ja. Das glaube ich. Ja. Nach so einem tollen Nachmittag. Du hast die Puppenspieler wieder fotografiert. Genau. Ja. Hm. Das ist eine tolle Arbeit, ist das. Arbeit. Die sind echt klasse, die zwei. Ich möchte die auch gern mal sehen, aber weißt du, immer wenn ich auf der Bühne stehe, sind die auch am Werken. Ich komme nicht dazu. Weißt du, es ist so vom Timing her, es ist echt blöd. Ja, Ich hätte dich ja gerne mitgenommen. Du warst bestimmt heute Mittag nicht am Spielen. Heute Nachmittag? Echt? Wo war ich im Koffer? Proben? Du musst doch dir... Hör mal... Hast du wieder geschnarcht? Nein, ich habe nicht geschnarcht, aber in der langen Lockdown-Zeit musst du doch ein bisschen die Rolle auffrischen, hör mal. Ich bin doch Profi. Da hat's aber doch lang genug Zeit. Wie lang genug Zeit? Wir fangen da jetzt erstmal wieder an zu spielen. Naja, mit dem Lockdown meine ich, zu üben. Na, ich übe doch nicht, wenn ich nicht spielen muss. Naja, doch. Dann für die Zeit, wo du wieder spielen musst. Sag mal, habe ich irgendwas nicht verstanden oder was? Hör mal, Lockdown war erstmal Ruhe. Ganz lange Ruhe. Und dann irgendwann letzte Woche war der Puppenspieler bei uns und hat gesagt, Leute, ihr müsst wieder ran, in 2 Wochen steht ihr wieder auf der Bühne. So, dann fängst du an, die Rolle aufzufrischen. Verstehst du das jetzt? Ach so. Na, wenn ich im Mai anfange, die Rolle zu proben und dann nicht mehr und spiel erst im August, dann ist alles wieder weg. Bist du so vergesslich? Ja. Ich bin schon 65. Trägst du eigentlich auch Maske, wenn du rausgehst? Der war gut. Der war richtig. Du passen doch gar nicht über dein großes Horn drauf. Ich trage Hut. Ach, du trägst Hut? Ich trage Hut. Ich kann mir vor der Hand einfach verpflichten. Du bist gut. Das reicht doch. Du bist gut behütet sozusagen. Ja, genau. So kann man das sagen. Ich trage Maske. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, aber ich müsste dir über die Nase, über das Horn, Mund und... So große Masken gibt's gar nicht. Naja, ich könnte ja eine nähen. Hast du so viel Zeit? Na klar. Kann ich da zu Diese dir Woche kommen? Nicht mehr. Okay, kann ich da zu dir kommen? Du kannst auch mal zu mir kommen. Dann mache ich das. Wenn du nicht gegen Katzen allergisch bist. Bin ich nicht. Lebe in der Savanne auch mit Großkatzen zusammen. Ja, stimmt ja. Na siehst du also. Rede ich denn von Savanne? Ich habe einen Anzug an und trage einen Hut. Ja, genau. Bin ich denn blem? Sage mal. Nee, ein bisschen pervers. Du bist ein bisschen pervers, welches Nashorn trägt Anzug und Hut. Ich bin ein ordentliches Nashorn. Ein ordentliches Nashorn. Ich lebe in der Stadt. Meine Nachbarin ist die Frau Elefant, die trägt immer ganz ordentliche Kleider. Und mein direkter Nachbar ist der Herr Tiger, der trägt Frack. So, und jetzt kommst du. Okay, ein Tiger, der Frack trägt. Hey, du kennst ein Stück irgendwie nicht, ne? Seid ihr eine ziemlich perverse Bande, glaube ich. Sie sind da pervers dran. Wir leben nebeneinander. Naja, aber wenn ihr so elegant alle gekleidet seid. Naja, das ist doch aber nur im übertragenen Sinne. Weißt du, das soll doch die spießige Gesellschaft widerspiegeln. Ach und so. Wir als Tiere, wir stellen eigentlich nur unterschiedliche Charaktere dar. Ach so. Verstehst du? Bist du auch spießig? Am Anfang ja. Okay. Ich kann es ja sagen. Aber am Ende vom Stück, da wäre ich richtig locker. Du. Da fange ich an zu tanzen. Pass auf. Willst du mal sehen? Mhm. Yeah. Ich hab den Groove. Naja, aber ein bisschen mehr könntest du die Hüfte schon noch schwingen. Mit 65 geht das aber nicht mehr so gut. Na klar. Ich bin froh, dass ich das hier hinkriege. Hör mal. Okay, sieht sehr cool aus, Norbert. Yeah. Ja. Oh, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Danke. Ja, so ist Margit. Das, wenn man so Ganz alt toll, ist. Ganz toll hast du das jetzt hingekriegt. Jetzt habe ich die Gelenke verknackt. Siehst doch mal so, dann bist du endlich mal wieder steif. Ja, wie sagt der Daniel dazu schön in seinem Stück? Als ich jünger war, waren alle Gelenke weich, außer eines. Und jetzt im Alter sind alle Gelenke steif.
Außer eines. Stimmt doch, ne?